Ich? Von tiefstem Herzen. Sei ehrlich, du liebst mich. Von tiefstem Herzen. Siehst du? Sehr gut. So ist es gut. Ich liebe dich auch. Und was hältst du davon? Ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich mit dir was essen. Was möchtest du denn essen? Sollen wir Chinesisch essen? Bruder. Aber wir reden auch, ne? Ja, wir können dann gucken, was wir machen. Warte mal. Nein, nicht wir können gucken. Ich will auf jeden Fall mit dir. Ja. Weil so wie du über meine Propheten redest, das geht nicht. Ja, okay, was sage ich denn? Ja, ich weiß du ganz genau selber. Nee, ich weiß das nicht. Du musst das schon definieren. Definieren? Dann guck dir deine Videos selber an. Ja. Ich schäme mich, diese Sachen zu wiederholen, was du über den sagst. Warum? Du kannst einfach das wiedergeben, was ich sage. Was hältst du davon? Was? Bist du gerade diese Dings am Kauen oder was? Check it back. Der ist doch voll am Chillen, ne? Nochmal, Bruder, ich chill auf meinem Balkon. Ich hab wieder dein Video gesehen, bin ich meine komplette Laune kaputt für den ganzen Tag heute. Ja. Warum musst du da? Du bist cool, ne? Ich mag dich. Also, meine komplette Tag hast du kaputt gemacht heute. Ja, aber ich will deinen Tag immer gut machen. Warum? Ich will dich doch lieben. Bevor ich dich noch aufmachen will, ich zu Gott, bitte zeig mir den Typen nicht. Alter. Dann kommst du, dann geht mein Tag kaputt. Aber du weißt, es gibt echt verrückte Leute auf der Welt, ne? Ja, ich weiß. Warte ganz kurz, ich hole dich gleich wieder rein. Ich muss mal ganz kurz warten. Ja. Cooler Typ, ne? Thank you.
Wo ist Mr. Tschetschene hingegangen? Wo ist Mr. Tschetschene hingegangen? Mr. Tschetschene, wo bist du? Wir sind, die haben alle dieses Gewaltbereite in sich, ne? Das ist das. Die haben keinen Frieden in sich. Das ist das. Sie haben keinen Frieden. Stell dir mal vor, ich würde zu dem sagen, weil du die ganze Zeit. Stell dir mal vor, ich würde zu dem sagen, weil du den ganzen Tag bei Jesus bist und deine Religion ihn runterbuttert als so ein Prophet, werde ich dir dann zeigen, was ich mit dir mache. Stell dir mal vor, wir würden so vorgehen. Das ist unglaublich. Hallo Amir. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Ja, merkst du, wenn die Leute hier reinkommen und sagen, du redest schlecht über meinen Propheten, obwohl sie überhaupt gar nichts eventuell mit ihm zu tun haben. Aber stell mal vor, wir Christen könnten den Muslimen sagen, ja, aber warte mal, dein Buch redet den ganzen Tag schlecht über den Herrn Jesus und über uns Christen und so. Stell mal vor, wir würden dann zu euch kommen und sagen, entweder ihr habt aufgehört oder wir werden euch verzeihen, was wir haben. Man hört dich schlecht. Kann ich mich hören? Ja, aber nicht undeutlich. Oh, sehr gut. Aha. Du hast recht. Ich beobachte dich schon. Ich kenne dich schon 6, 7 Jahre. Was? Ich kenne dich schon 6, 7 Jahre. Ah, okay. Sieht man mich nicht, ne? Jetzt höre ich dich. Sieht man mich nicht, ne? Ich weiß nicht, wie das geht. Was möchtest du uns jetzt sagen? Erste Mal online oder zweite? Was? Erste oder zweite Mal online? Ja. Ah, jetzt sieht man mich. Ich sehe mich alle, macht aus. Wow, das ist das. Ein guter Junge, ja? Du gefällst mir. Gefalle dir? Ja, bist du mutig, ja. Vom Charakter. Und sagst du, was du denkst? Ja, weil der Herr Jesus Christus ein Anrecht hat, mehr gekürzt zu werden als alle anderen. Ich lebe auch mit Jesus Christus. Ja, wundervoll. Ich beobachte dich jeden Tag hier. Unterforschung. Unterforschung. Tranquilo. Ey, mein Handy, alles ist irgendwie nur am Entladen. Das wird nicht wahr sein. Was ist mit Krafttraining? Hast du aufgehört? Sehe ich. Nee, Dr. Schäfer, aber er ist immer noch gut dabei. Ja? Früher hast du mehr gemacht. Nee, ist ein Giebe. Früher hast du mehr gemacht. Ja, früher mehr, ja. Aber man gibt diese wahrscheinlich auch. Ja, gut, Amir. Tschüss, geh weiter zu. Sollen Leute reinkommen? Die was zu sagen haben, die sich besser auskennen. Ciao, ciao. Ciao. Der ganze Gericht ist total am Verrückten. Das kann man wohl wahr sein.
Lass doch mal den Butch fahren, setz dich daneben und mach du lieber die Live-Sache da. Bring den mal bei, dass der Butch fährt. Mit Sonnenbrille. Das ist heftig, ne? Der soll nicht einfach so rumliegen bei dir in deinem Auto. Der soll sich nützlich machen. Der soll sich nützlich machen. Amir, die Leute sagen, dass du gar nicht fahren kannst. Du lenkst sehr, sehr schlecht. Du bist ein sehr, sehr schlechter Lenker. Aber dafür ist ein besserer Hetzer. Man kann nicht alle, man kann nicht alles können. Ja, man muss sich konzentrieren auf seine Talente, was man kann. Genau. Support für Dr. Schwer, Abu Amir. Sheikh Al-Hetz. Der große Sheikh Al-Hetz. Wieder Du hast aber den, du hast ja gerade den Disziplinär gehört, ne? Du redest schlecht über meinen Propheten. Ja. Lass uns mal treffen und so, ne? Ja, ja. Ja, leider. Ne? Wenn die aber sagen, zum Beispiel den ganzen Tag, Jesus ist nicht Gott, dann müssen wir das auch ertragen. Aber wenn wir sagen, Allah ist nicht Gott, dann und Mohammed ist nicht ein Prophet Gottes, dann wollen die uns da was antun. Da siehst du mal die Gerechtigkeit. Und deswegen sagt das Wort Gottes, die Ungerechten werden nicht das Reich Gottes erben. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Wenn du nicht willst, dass man dich für deinen Glauben unterdrückt und dir droht mit Gewalt, dann füge das auch nicht jemandem anderen zu.
Ich gebe euch eine einzelne Trophäe, deswegen kommt es zu uns alle. Wie geht's euch an? Herr Rani! Gott sei Dank.
Das ist ein blödes Handy, ey. Richtig noch von, was weiß ich was, das ist doch nicht normal. Das darf doch alles nicht mehr wahr sein, ey. Könnt ihr mich hören, ihr Lieben? Ein Jude hat so bei mir gemacht, Lisa. Was habe ich gemacht? Ein Jude hat bei mir Faxungen gemacht, Lisa. Der hat mein Handy faxt. Ach so, ja, aus Israel. Ja, stimmt. Da sind wieder die Monster da. Ja, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ja, es kann alles wahr sein. Es kann alles echt mal wahr sein. Hallo? Ja. Hört man mich? Ja, ich höre es. Dann soll ich dir die Frage wiederholen, oder? Ja, was war das nochmal? Gute Frage. Was? Jetzt. Gute Frage. Was habe ich dich gerade eben noch gefragt? Du hast gefragt, warum er zum vom Islam, ne? Warum er vom Islam zum Christentum konvertiert, zum Jesus Christus gekommen ist. Genau. Und in welchem Alter er halt den Islam angenommen hat. Ja, als Muslim sind wir ja sowieso schon geboren worden, ne? Und dann gab es einen Zeitpunkt in meinem Leben, da habe ich ja auch immer, du weißt es ja auch aus dem Islam gemacht, dass ich da sehr für den Islam halt sehr interessiert habe. Und meine Schuld ja irgendwo abgeben wollte. Dann wollte ich doch herausfinden, ob der Islam war. Amir, man versteht dich gar nicht. Ja, dann tut mir leid. Nuschelskurs. Hörst du mich, Lisa? Ja, ich höre dich, aber... Ist halt so ein bisschen wie unter Wasser. Aber. Ja, aber das geht jetzt jeden Moment immer wieder, jeden Moment aus. Ja. Ja, musst du halt ein besseres Handy besorgen. Ne? Ja, nee, das ist jetzt gerade ein israelischen Handy. Prototyp. Ja, Mo, falls du das hörst, dann hör da jetzt zu. Ja, dann gab es einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mir dann gedacht habe, dass ich den Islam halt auf den Prüfstand schicken muss. So, und dann musste ich mir das Ganze ja kritisch betrachten, weil der Glaube muss ja auch kritischen Standpunkten ja standhalten. Und dann, wenn du eine tiefe Studie im Islam unternimmst, dann werden absolut problematische Sachen auftreten. Beispielsweise das Leben von Mohammed, das ist schon ein abschreckendes Beispiel überhaupt. Ne? Als er zum Beispiel angeordnet hat, die Brüste der Frauen den erwachsenen Männern zum Stillen zu geben. Das ist ein riesen Desaster im Islam. Auch, dass der angeordnet hat, dass man weibliche Gefangene halt Berge, du weißt schon, in Sure 424. Und den Kontext dazu findest du in Sunan Abi Dawud 21,55 und 21,50. Wo der erlaubt hat, verheiratete Frauen dann vor den Ehemännern dann, ja, auseinanderzunehmen. Ja, zusätzlich kommt dann auch noch dazu, dass der Mann auch die Frau wegprügeln darf in Sure 434. Und dann hast du auch noch die ganzen anderen Verse, wie Sure 9, Vers 5, die gewaltsame Eroberung aller Nicht-Muslime, ne, die Muschrikin zu töten. Und das ist ein allgemein gültiger Vers, laut Ibn Kathir, was ich herausgefunden habe. Und dann sehen wir auch noch in Sure 9, Vers 29, dass der Allah befiehlt, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie an Allah glauben. Ja, und so halt. Und dann hat man noch andere Sachen herausgefunden, dass der Allah so Frauen verspricht mit Schwellen und Busen in Sure 78, Vers 33. Und dass der Mohammed so von seinem Adoptivsohn die Frau ausgespannt hat. Ne? Und das sind alles so Aspekte für mich, die ich mir so durch den Kopf gehen habe lassen. Das kann doch nicht von Gott sowas kommen. Und ich hatte in dem Moment übelste Zweifel. Und die Zweifel haben sich ja noch mehr gewehrt, als ich mit dem Sure 33 Vers 50 betrachtet habe. Und mir den Tafsir dazu durchgelesen habe von Al-Qurtubi. Und was Al-Qurtubi da aussieht, dass er vor allen anderen Muslimen, die der Dank des Todes gemacht hat.
Er versucht, den Kuchen aufs Ende zu bringen. Vor allen anderen Menschen zu berühren, dass Allah sofort zu führen. Er darf also mit dem Kuchen tausend mehr Nutzen braucht, um das zu führen. Und wenn die Ausdruck auf einen verheirateten, auf eine verheiratete Frau bleiben, so ist die Gerichtsbeitrage nicht ein Kuchen. Du musst von deiner Frau scheiden, weil deine Dame sie heiratet. Dann darfst du als Leben zusätzlich doch noch dazu, dass der Allah erlaubt, dass du das unbedingt erzielen, dass man nur kein Kinder heiraten darf und sie da wieder von den Zeit lassen kann. Also muss das. Amir, man hört dich nicht gut. Ja, das muss also das schlimmste Gott der Welt sein, von dem man nie gehört hat. So, ich gehe raus.